Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier in der Burg von Caria. Haben so die Hälfte den Garten erforscht und ein bisschen die Außenteile der Burg. Das ist mehr auf der oberen Ebene. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Guard-Counter finde. Weil es so ein bisschen belohnt, wenn man extra nicht ausweicht manchmal, wenn man noch... Oh, das ist auch eine Entscheidung. Es kostet natürlich trotzdem immer noch Ausdauer. Mit einem Schild, das 100% physischen Schaden blockt, kann man es aber einfach machen. Ohne Schaden zu bekommen zumindest und hat dann eine gute Counter-Möglichkeit. Und oft weiche ich dann trotzdem noch aus, aber in dem Fall wäre es eigentlich besser, gerade wenn man volle Ausdauer hat. Ja, deswegen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es gut finde. Vielleicht. Oh. Hi. Lecker Magiefett. Wurde ich wohl bemerkt. Ich so geschickt daran vorbeigeschlichen. Passt nicht durch die Tür oder was, Fetti? Au.
Und eine Maske auch für die Sellen. Ja. Wenn wir aufhören, jetzt mal weiter wegzulaufen. Rollritterschwert. Also, ich habe gesehen, das ist relativ groß. Eigentlich beim Fallen nach dem Stagger drauf gewartet, dass ich einen Schwachpunkt sehe, aber konnte ich einfach auch so verhauen. Brauchte ich nichts erwarten, bis ich das sehe. Ja, und er wollte halt sterben. Ich wollte da, wollte mich ein bisschen vorbeischleichen, ein bisschen gucken. Aber dann halt nicht. Okay. Warum würde ich das machen wollen? Das ist Alexander da unten. Alex, was tun hier? Okay, das wollen wir natürlich. Aber dann muss ich das ja nochmal machen. Na gut, so schwer war es jetzt nicht, aber. Vielleicht kann ich vorher hier noch irgendwie einen Ort der Gnade finden. Das sieht ja nach Bossfight aus hier. Da ist ein Bossfight, okay. Okay, hier ist auch schon ein Bossfight. Und mich nicht, dass sie diesen Kampf da verloren haben, wenn das die königliche Ritterin ist. Und als nicht noch irgendwas passiert, ist das nicht so beeindruckend.
Macht er ja schon nicht wenig Schaden. Weiß jetzt nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe in dem Fight, sondern einige. War einfach nicht so schwer. Erstaunlich nachsichtig manchmal, das Spiel. Gerade eben zumindest. Da hatte ich oben auf den Zinnen mehr Probleme mit den Spinnern. Jetzt gucken wir mal kurz nach Alex. Jetzt haben wir hier einen Ort der Gnade. Und nö, ist ein Gegner. Warum hänge ich hier fest? Warum hänge ich denn da an so einem Stein fest, der ungefähr 10 cm hoch ist? Warum tankt die Framerate denn bitte hier so? Ist die Animation von dem kleinen Pot zu doll? Ich verstehe manchmal nicht, in welchen Gebieten oder bei welchen Fights es dann solche Probleme gibt. Gesprungener Topf, yay! Nachgucken. Es fällt manchmal überhaupt nicht auf, wenn man die Karte vorher anguckt, was das für Höhenunterschiede sind. Das lässt sich ja manchmal gar nicht richtig erahnen, finde ich. Okay, ist ein bisschen beengt hier. Gucken. Ich
Heiltränke mehr. Eben nicht gerastet. Kann ich auch die ignorieren, ehrlich gesagt. Ich muss hier überhaupt nicht mit denen kämpfen. Au. Kein Bock da zu sterben, ehrlich gesagt. Der ganze Grund, warum ich das gemacht habe, für diese Kriegsasche. Oder einer der Gründe. Vielleicht hätten die beiden Kessel noch was gedroppt. Schwestern. Schon ein großes Gebiet jetzt hier noch hier oben. Ich fange mal an, den Nordwesten hier zu erkunden. Turm. Das sind noch die Kinder dann von Renala. Rani, Renna, jetzt scheint noch eine, drei Schwestern. Wow, ein Drache. Okay. Aber Rani war die letzte Prinzessin. Das heißt, sie sind dann schon tot. Aktuell fest verschlossen. So, so. Ich bleibe erstmal auf dem Plateau hier oben. Jetzt müssen die Höhenlinien da nicht zu. Nicht zu sehr irgendwie missachte und dann durcheinander komme. Ich will erstmal in dem Gebiet hier bleiben. Grob. Aber es gibt noch ein Gebiet außen. Kann ich dann sehen, was da ist? Wahrscheinlich zu neblig. Wo es tief runter geht. Vielleicht kann man da auch gar nicht hin. Sieht gerade nicht so einladend aus. Drachen sollte ich vielleicht wieder reiten.
Brauche gar nicht unbedingt den Kampf an der Stelle. Jetzt muss er ja mal erst rein. Okay. Ich frage mich eh, die Rani will ja mit uns zusammenarbeiten irgendwie. Die gehört ja zu dem Haus Karia hier. Und der Drache gehört dann auch mit dazu, oder? Und dann sollte ich vielleicht gar nicht gegen ihn kämpfen. Wollte ich jetzt ja auch nicht, hat mich angegriffen, aber mit, sich anders überlegt. Okay, dann schauen wir mal, was hier noch passiert. Die drei Schwestern. Das ist der nächste Turm von der Schwester hier. Rannis Turm. Oh, vielleicht treffen sie jetzt wieder. Er scheint zumindest auch nicht verschlossen. Hier mal nichts kaputt machen, das ist immer so unhöflich. Sogar ein Ort der Gnade hier, das ist ein gutes Zeichen. Stimmt. Geile Aussicht hat man von hier. Ist immer so neblig hier in dem Gebiet wahrscheinlich schon. Ist wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade schlechtes Wetter ist. Könnte man da deutlich mehr sehen. Hi. Oh. Again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Oops, war gerade in der Gegend. No reason in particular thou claimest. Intriguing.
Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Hmm. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Also von der Lore, die ich bis jetzt so mitbekommen habe, wirkten die von Karia eigentlich ganz nett, soweit. Ranai, der Hexe dienen. Okay. I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Mit dem Blythe und dem Eiji, das waren auch so eher Leute, die mit denen doch ganz gute Erfahrungen gemacht haben bisher. Von daher. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly. But they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with thou needs. It hath been a... Ich finde, das ist keine schlechte Entscheidung. Okay, warum bist du so rauchig? Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Eiji, the Karian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can. And pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together. For Lady Rani. Ich fühle mich ja richtig wohl hier. Das war nochmal richtig. Das ist ungewohnt in Souls-Spielen. Das ist bestimmt noch ein Haken. Let us give all together for Lady Rani. Das ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein hier fast gerade. Long time, friend. Blythe. Have you forgotten? Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The Eternal City of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Ah. Das kann man doch auch. Sachen ergeben hier Sinn und passen zusammen. Das mal, dass ich was verstehe in dem Souls-Spiel. Das ist der Wahnsinn. I see. You must be Rani's new hireling.
Yes, yes, I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? Ein Depp bist du anscheinend. I reside. Come and pay me a visit. Should you? Nicht weitergehen. Was ist denn hier los? The fuck? Das Spiel hat mich verwirrt. Okay, irgendwas ist hier seltsam. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Wegreisen. I'm going below through the well and see if I can't. Don't keep me waiting. I'm going see if I can't find. Vielleicht beruhigt sich das jetzt. Ja, sind die weg. Ah, moin, Brudi. Mr. Sympath. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. Vielleicht ist mir auch scheißegal, was du sagst. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Das ist auch nichts Gutes. Die Nefeli ist die Tochter von dem bei der Tafelrunde. Erstmal ist er ein Arschloch. I see. What a wretched bunch you tarnished are. Do you understand? I've given you a very fine chance. If you complete this simple task, I will graciously permit you to learn from me. Even you wish to serve our lady well, do you not? Turn those little cogs upstairs and return with the correct answer. Ist mein Schwert?
Denkst du, ich brauche deine Hampelmann-Zauber? Brauche ich zwar nicht, nehme ich aber trotzdem weg. Der kann froh sein, dass er zu der Rani gehört, weil sonst könnte das schon ein bisschen schwierig werden für dich. Wolfsmaske. War das nun Helm? Ganz schön gute Stats. Wiegt natürlich auch einiges. Das Relikt eines Assassinen, der sich als treuer Schatten von Rani, der Hexe, ausgab. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Das ist ein Assassine, der sich als Blythe verkleidet hat, oder was? Warum zeigt er denn keine roten oder so, weil ich es nicht richtig wechsle? Wenn ich das Kuckucks, den Kuckucksoldaten noch ein paar Mal. Dass wir noch nichts Besseres gefunden haben. Vom Verhältnis aber nicht so gut, diese Sachen. Das sieht wahrscheinlich scheiße aus halt, ne? Ja, ich will die ganze Zeit mit so einer Wolfsmaske rumlaufen. Erschrocken, Entschuldigung. So, kurz die Sachen hier einordnen. Das Gebiet unten habe ich noch nicht angeschaut, weil es vorhin ein bisschen stressig war. So, das ist das Ganze hier. Gebiet, von wo ich kam.
Das könnte noch interessant sein, da mal hinzugehen. Heller geworden. Ich auf den Wolf draufgetreten. Muss ich außenrum, wenn ich dahin möchte. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich alles gecheckt habe, was hier so los ist. So, Sluvias Turm. Könnte doch was sein hinter der Burg. Hier lang, darunter. Der Bereich hier vorne möchte ich noch checken. Königliches Observatorium. Oberstes Haupttor. Erstmal hinter der Burg schauen. Schildkröten. Im Tauchen mal eine große Schildkröte gesehen, das war toll. Tiere dann, so besondere Tiere. Manche haben irgendwas. Manche Tiere sind sowas ganz Besonderes, wenn man die sieht. Und Schildkröten. Gerade größere gehören auf jeden Fall mit dazu. Und ein Hai habe ich beim Tauchen gesehen. War nicht ganz so gemütlich wie eine Schildkröte. Und Wale habe ich auch schon gesehen, aber da nicht beim Tauchen. Ich will nochmal einen Walhai sehen, dann haben wir gleich beides. Einen Walhai möchte ich wirklich gerne sehen beim Tauchen, das fehlt mir noch. Delfine habe ich auch schon gesehen. Einmal in der Südsee und einmal in Neuseeland. In Neuseeland war ich mit Delfinen schwimmen, aber das Wasser war so kalt, dass ich das nicht so wirklich genießen konnte an dem Tag, weil es so arschkalt war. Da finde ich scheiß Totenkopf noch. Ach ja. Natürlich. Fick dich weg mit deinem Totenkopf.
Da ist übrigens das Echo. Das müsste ich doch jetzt dann vervielfältigen können. Na, das könnte gerade so reichen. Langsam uninteressanter mit der Kraft. Aber schön, dass das Wetter jetzt ein bisschen freundlicher und heller. Gefängnis. Das gönnen wir uns, oder? Jetzt kann ich das nicht ändern mit der Kriegsasche. Naja, wird schon. Okay, gleich jetzt zu Beginn. Ein Eingeschenk, okay. So einer bist du. Na dann. Ich versuche gerade die aufgeklärten Angriffe, das scheint mir ein bisschen sparen zu können, ehrlich gesagt, die Ideen. So, dann halt keine aufgeladenen Angriffe. Braucht denn so lange, um danach mich davon zu erholen? Okay, schön verzögerter Angriff. Nein, 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 nein. Zu lang. Meteorit. Das spektakulär aus auf jeden Fall. Der Meteorit. Wirklich gefährlich war nicht. Ah, ich will jetzt eigentlich hier so nach Nordosten, wenn es geht. In die Richtung. Das sieht ja mal schick aus. Da unten ist eine Höhle. Wenn ich durch das Flussbett komme. Die habe ich noch nicht erledigt. Da muss ich immer noch dran denken.
Allgemein gibt es hier noch einiges in Lyonia. In dem Seengebiet. Ja, da bin ich in die Richtung gegangen erst. Dann verstehe ich jetzt die Zusammenhänge ein bisschen besser. Die Klamm. Oh. Au. Jetzt kann ich erstmal den einen Ad loswerden. Der stirbt schneller und der geht mir weniger auf den Sack wahrscheinlich. Gehört, dass da. Ja, das habe ich zu spät gehört. Reimt sie ganz gut mit ihren eigenen Angriffen. Das wäre mein Ende gewesen beinahe. Haben zum Glück einfach gepennt. Lecker goldener Kot wieder. Nee, Wurzel hat es. Sieht so ähnlich aus. Goldschimmernder Kot. Da ist wieder so ein Skarabäus, der im Kreis läuft. Das Gebiet haben wir jetzt hier gleich zu Ende erkundet. Oh, das sieht ein bisschen putzig aus. Oh. Okay. Sind denn die? Ja, gar nicht einordnen. Das Pferd auch noch. Das sind jetzt die Höhenstufen vom Schloss hier. Den Bereich da unten möchte ich mir eigentlich auch noch angucken.
Dann habe ich eigentlich alles hier. Einzige, der Bereich ist noch ein bisschen interessant oder darunter. Ich gucke erstmal hier. Das Haupttor von Caria. Aber wisst ihr was? Das mache ich in der nächsten Folge. Ich will ein bisschen die Gegend hier vorne erkunden und gucken, was hier noch so ist. Die Höhle ist noch interessant, die natürlich ein bisschen. Vielleicht machen wir es auch auf dem Weg zu Blythe. In dem Grave und die unterirdische Stadt da. Es gibt ein paar logische Anknüpfpunkte jetzt. Wir haben mal richtig eine Richtung. Das ist ganz ungewohnt in Elden Ring. Aber fühlt sich gut an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.